Holzfällerlager, Steinbruch und Zerkleinerer. Das sind die drei Sachen, die wir machen müssen. Ich habe zwischen den Folgen da hinten das Bärenbeet einmal komplett gemacht, damit wir mehr Nahrung haben. Ich glaube, das habe ich denen auch zur Verfügung gestellt, damit die was essen konnten, damit die auch wieder satt sind. Einer ist allerdings noch hungrig, sehe ich. Habe ich das doch nicht hier reingetan? Kann das sein? Nee, ich habe das da reingetan. Okay. Hier schaut's Logo und dann gucken wir weiter. So, die laufen ja alle da hin und her. So, was zerkleiner. Achso, wir müssen Technologien freischalten dafür wahrscheinlich, ne? Normales Schild, Steinspeer, Alarmglocke, Schlingenfalle. Das ist jetzt nichts meins. Feuerfahrer, hölzerner, Standfackel, hölzerner, Barmüll. Wo gibt's denn jetzt zerkleiner? Ah, da. Das heißt, wir brauchen dafür Level 7 in unserem. Sag schon. Unserem PAL-Zentrum da. Aber warte mal. Hä? Kann ich denn hier ableveln? Nein, kann ich doch nicht, oder? Nee. Das geht ja nicht. Ich habe aber Statuspunkte, ne? Wie viel haben wir denn da? 6. Ach so, wahrscheinlich braucht man da mehr wie 6 für. Kann das sein? Nee, da muss man aber irgendwie ein Level. Ach, ich bin auf Level 6 und das ist das Problem wahrscheinlich gerade. Wahrscheinlich muss ich erst hier irgendwas freischalten. Eine Standfackel wäre zum Beispiel ganz nett ins Lager zu machen. Hölzerner Barmöbel. Set. Das ist ein hölzerner Windenzimmermöbel. Feuerfall, Feuerbogen, einfacher Gleitschirm. Den nehmen wir doch auch mal mit. Und die Viehfarm wird auch interessant sein, ne? Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weise der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Ja, hört sich so an, als ob ich das noch machen will. Weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber naja. Standfackel brauchen wir Holz und Stein, das haben wir schon mal. Das bedeutet, baut man die hier? Da ist die Standfackel, okay. Ja, ein bisschen dicht im Lager wollte ich schon mal haben, ne? Stell die mal hier hin. Und hier würde ich auch noch eine hinstellen wollen. Und nach da hinten machen wir auch noch eine hin, hier. Du hast nicht genügend Material. Was fehlt uns denn? Holz. Holz haben wir noch in der Kiste. Kiste öffnen, Holz rausnehmen, ne? Aber da sind tatsächlich nur noch zwei. Ach so, das nimmt er ja sowieso da raus, ne? Alles klar, da brauchen wir nicht drüber reden dann. So, dann bauen wir hier noch eine hin. Und da vorne will ich auch noch eine haben. Hier an diesem Busch. Passt. So. Und dann konnten wir noch so eine Farm machen. Die Farm würde ich dann hier hinter machen wollen, glaube ich, wenn das geht. Schauen wir mal. Aber dafür brauche ich noch mehr Holz. Ja, das Holz haben wir und hier ist noch ein hungriges Schaf. 4 füttern. Oh, ist das niedlich. Jetzt ist sie wieder glücklich. Ist aber wohl immer noch hungrig. Ist erkältet. War es das? Steht noch hungrig. Ja, weiß ich auch nicht. So, Holz haben wir. Was wollten wir jetzt bauen? Die Viecherfarm.
Okay, die ist etwas größer. Passt da gar nicht hin, oder wie sehe ich das? Da wird sie hingehen, oder da? Dann machen wir sie dahin. Kommt wer zum Bauen? Ja. Der ist immer noch hungrig und der ist wahrscheinlich auch der Erkältete, oder? Arbeit fällt schwer, ja. Na, lass uns mal gerade zum Essen gehen. Wie sieht's hier aus? Bewässern fehlt, okay. Nee, sehen fehlt auch. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Das dauert sehr lange. So, das Feld ist bestellt, jetzt muss es nur wachsen, das tut's von alleine. Was guckst du mir denn bei der Arbeit zu? Ach, du kommst zu mir, weil du Hunger hast, ne? Ich hätte noch was. Wir kriegen ja wieder, ne? Er ist immer noch hungrig. Und er steht erkältet. Alle Pals haben Hunger, das ist schlecht. Hier haben wir noch gar nicht reingeguckt, ne? Na, da müssen wir erst Rezepte für freischalten, alles klar. So, ja. Jetzt müssten wir erst noch Pals fangen, wahrscheinlich. Die Farm ist hier fertig. Und kann man hier irgendwas machen? Wolle einmal. Ach, da wird jetzt Wolle gesammelt. Weidet. Okay. Kann ich die irgendwie einstellen? Ich glaube nicht, ne? Die funktioniert halt so, ne? Na dann. Gut. Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen, da ist nichts zu klären. Wir können gerade hier unsere Waffe schärfen. Das haben wir dann auch erledigt. Hier war ja nichts mehr drin, das haben wir schon alles, oder? Ich glaube, das haben wir alles. Stopp, was war das? Ein Pfeil. Ja, wir könnten Pfeile machen. Das sind dann 15 Pfeile, das soll erstmal reichen. Das können die für mich machen. Und sonst noch? Eigentlich Hütte größer bauen. Ja, großer Bauen. Das klappt nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Dach. Kriegen wir das diesmal da dran? Es will wieder nicht. Boah, so was Schäbiges. Ah, jetzt hat es geklappt. Ich muss noch ein bisschen drehen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn, ne? So, ist fertig. Und jetzt haben wir hier Nistboxen.
Dann können wir gleich die nächsten bauen wahrscheinlich. Geht er noch dahin? Ich will's hoffen. Nein, geht er nicht. So muss reichen erstmal dann. Baut ihr das mal schön. Wir sind hungrig und die anderen sind auch hungrig. Mal gucken, was unsere Bären machen. Ich hoffe, die sind schon fertig. Nein, sieht nicht so aus. Hä, wieso steht er schon wieder Säen? Hat die wer anders geerntet? Warte mal. Dann müssten sie an der Kiste sein, oder? Tatsächlich, die haben die geerntet. Cool. Achso, die sind bei mir im Inventar sogar gelandet. Na dann, da kommt ein Ei. Und Rezept aufrufen und bitte diese alle machen. Sehr schön. Hier hatten wir keine Rezepte, die müssen wir über T freischalten. Aber wir kommen nicht auf Stufe 7 und ich weiß noch nicht warum. Brutkasten, lege ein Perlei hinein und es wird automatisch ausgebrütet. Okay. Mutter, unbekannter Gegenstand. Okay, da auch noch. Wir haben aber auch keine Punkte mehr. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal ein paar Viecher holen. Schauen wir mal, oder? Mit der Katze wissen wir auch noch nicht, was wir da machen können. Da wäre eine. Aber wir können ja mal weiter gucken, ob wir noch ein anderes Tier finden. Katzen ist klar. Da unten haben wir auch ein Häuschen, ne? Oder wie war das? Katzen, Katzen, Schafe. Hühner waren dann noch. Was gibt es noch anders als Hühner? Vielleicht gibt es ja auch Kühe und Schweine. Keine Ahnung. Was ist da hinten? Ist da ein Ei? Ne, da war noch so ein Huhn. Lammball. Ja, hier können wir mal noch Bären sammeln. Ja, vielleicht. Die Lambos sind die Bauarbeiter, ne? Aber was machen die Katzen? Ein Hühnchen wäre vielleicht auch nicht noch verkehrt, ne? So, drei mehr. Okay, jetzt haben wir wieder Punkte gekriegt, glaube ich. Warte mal, wir müssen mal gerade selber was essen hier. Ist das gebraten? Chiki-Fleisch? Nein. Machen wir hier gerade was. So, was nehmen wir jetzt noch mit? Da sind noch Hühnerkätzchen. Gibt es hier noch was anderes? Was ist das da hinten? Ist das eine Katze oder ist das was anderes? Das ist was anderes. Das können Eichhörnchen oder sowas sein, oder? Bin mir aber nicht sicher. Wir werden hingehen, damit wir es wissen. Und ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Ah nee, da muss ich irgendwie hier über den Bach. Da gibt es auch blaue. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Das sind Eichhörnchen, oder? Foxpark, ein Fuchs. Nee. Was sind das für welche? Ah, das sind Pingolett. Das erscheint mir erstmal sinniger, den zu nehmen, weil ne, der ist in Viererstufe. Das ist ein Vogel. Ja, super. Wo ist er? Komm nicht hinterher, ne? Da ist er. Bleib mal stehen, nur. Ich wollte mal gerade wirklich was fragen. Boah, das geht doch gar nicht, oder?
Dem ist kalt. Na, das kann doch nicht sein, oder? Den kriege ich nicht. Ich muss ihn in die Enge treiben, wahrscheinlich. Gibt's doch gar nicht. Vor allem, kann nicht schnell laufen, weil ich ne, dann keine Werte mehr habe. Wo rennst du denn hin? Gibt's doch gar nicht. Am besten gehst du da ins Haus, dann haben wir es am einfachsten. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Meine Ausdauer ist immer runter und dann ist er weg. Oh, der macht aber was Böses. Jetzt hat er mich eingefroren. Oh, den kriege ich noch nicht mal. Jetzt habe ich ihn doch erwischt. Was muss ich tun? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. So, seine Flügel haben sich zurückgebildet und es kann nicht fliegen. Die Sehnsucht nach Himmel und ist jedoch noch immer in seinem Gen verankert. Es versucht es immer wieder und wieder. Okay, wir brauchen jetzt erstmal eine Fackel. Und dann brauchen wir noch ein Bett. Das sieht natürlich gigantisch aus, ne? Ist das ein riesiger Wal da rechts gewesen, der da verendet ist? Krass. Lambal gönnt sich ein Päuschen, ja. Da oben ist mein Feuer, da gehen wir erstmal hin. Die schlafen hier schon, ne? Ja, doch, die einen schlafen schon, aber der noch nicht. Stein. Weißt du was? Wir gehen hier ins Bett. Machen ein Nickerchen und dann würde ich sagen, machen wir auch ein Ende der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.